allerersten Corporate Startup Award hier in Frankfurt. Vielen herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind bei dem heißen Wetter. Wir wissen es sehr zu schätzen. Wie ich gehört habe, hatte die Bahn und auch die Lufthansa ein klein wenig Verspätung. Man darf das hier in diesem Hause vielleicht nicht so laut sagen, aber ganz egal, umso mehr wissen wir es zu schätzen, dass Sie jetzt hier sind. Wie ich gerade sagte, es ist der allererste Corporate Startup Award und ich werde Ihnen gleich dazu noch viel mehr berichten. Aber wir haben hier einen wunderbaren und hochinteressanten Keynote-Speaker, der nachher um 20 nach 8 leider schon wieder wegfliegen muss. Insofern würde ich meinen Vortrag über den Award ein bisschen verschieben und erstmal unseren Keynote-Speaker vorstellen. Und zwar, er war Vorstand bei der Continental, bei der Deutschen Lufthansa Passage und bei der Telekom. Ein Leben lang hat er sich mit dem Thema Transformation beschäftigt. Bei der Continental war es die Wegbereitung in die Globalisierung. Bei der Lufthansa von einem Staatsunternehmen in die Privatisierung, was nicht so ohne war. Und bei der Telekom ist er angekommen, da war die Telekom eigentlich ein Sanierungsfall und er hat sie mitsaniert. Er steht für soziale Innovation, er steht für Diversity Management und bei der Telekom hat er erstmalig als DAX-Vorstandsmitglied die 30% Frauenquote im Vorstand eingeführt, nicht im Frauenaufsichtsrat. Wir freuen uns sehr und sind stolz, Sie heute hier begrüßen zu können. Herr Thomas Sattelberger, bitte auf die Bühne kommen. Herzlich willkommen, Herr Sattelberger. Ja, danke schön. Entsprechend meiner Ansprache, dass er sich ein Leben lang mit Transformation beschäftigt hat, wird er uns einen Vortrag halten zum Thema Disruption und Transformation, Unternehmen der Zukunft. Herr Sattelberger, the floor is yours. Ja, ganz lieben Dank für diese nette Einführung. Es ist ja sozusagen die Tatsache, dass ich als konzernrobustes älteres Schlachtschiff auf so eine Veranstaltung eingeladen werde, ist ja ein gutes Zeichen. Erstens, das heißt ja, dass sozusagen altgediente Konzernmanager, wenn sie nicht nur überlebt haben, sondern auch richtig auch innoviert haben, ein Stück Connex bilden können, in dem Sinne auch gute Business Angels sein. Und auf der anderen Seite zeigt das eigentlich, dass gerade auch die Erfahrung in der Transformation von Konzernen, und das hat ja ganz viel mit der Auseinandersetzung zwischen Unternehmern, Unternehmerinnen in einem großen Konzern und Managerinnen und Managern zu tun, denn die einen sind sozusagen die Verwalter der Apparate, während die anderen die Öffner sind für neue Geschäfte. Das ist natürlich eine Diskussion, die gerade in den deutschen großen Konzernen gerade intensiv geht. Ja, ich möchte ein bisschen ein paar Worte sagen über das Thema Disruption der Geschäftsmodelle und die Transformationsherausforderungen. So ein paar Reflexionen. Ich will ja jetzt nicht die Preisverleihung stören, sondern sozusagen nur ein paar Reflexionen zu bringen, auch aus meiner eigenen Erfahrungswelt auf der Makroebene der Volkswirtschaft, aber auch auf der Mikrowelt des Unternehmens und der Unternehmerin. Und für mich war natürlich mein Berufsleben, und das sind ja über 40 Jahre, das waren richtig spannende Themen, bei der alten EADS DASA, nach dem Fall der Mauer, hatten wir 180 Intrapreneurship-Initiativen, wo man versucht hat, aus der Wehrtechnik zivile Spin-offs zu generieren und sozusagen das zusammengebrochene Wehrtechnikgeschäft über die Intrapreneurship-Initiativen zu revitalisieren. Sehr frühe Kontakte mit skandinavischen Innovationspraktikern, die schon damals das Thema Intrapreneurship und nicht nur Entrepreneurship getrieben haben. Dann bei der Lufthansa die Dezentralisierung des Dinosauriers, die erste Corporate University, die ohne Hierarchien war und wo im Grunde sowohl die Flugbegleiterin mit dem Strategiechef zusammen Change Management praktiziert hat und das Empowerment in Service Teams. Ich habe damals, das war 1996, einen Artikel geschrieben in einem europäischen Journal, der hieß Liberating Talent. Also die Befreiung oder die Entfesselung von Talent in Organisationen und natürlich die Conti mit dem ganzen Thema der Liquid Workforce und die ganze Frage, wie gestaltet man in globalen Strukturen Liquid Workforce und in dezentralen Strukturen sozusagen, ohne dass man auf One-Company-Synergien setzt, die ja häufig nur reine Effizienzsynergien sind, wie schafft man trotzdem den Austausch? Und last not least,
Ein paar von Ihnen wissen das vielleicht. Die ganze Frage Palomar 5, großes Projekt bei der Deutschen Telekom 2009. Über 100 junge Menschen aus der gesamten Welt, die im Grunde ein halbes Jahr lang eine neue Arbeitswelt versuchten zu kreieren in Berlin. Oder die Speedboats, ein Teil davon hat der Nachfolger von René Obermann gnadenlos eingestampft, aber einige haben ja ganz gut überlebt und das ist dann auch schön. Oder die T-Labs in Berlin als eine neue Form von Innovationsarm eines Konzerns. Also insofern habe ich mich eigentlich immer spannend wohlgefühlt, ihm beitragen zu können zu diesen Themen in Konzernen. Ich möchte über drei Themen sprechen. Deutschland im Sandwich. Über Disruption brauche ich Ihnen ja nicht zu viel zu erzählen. Wenn es die nicht gäbe, säßen die meisten von Ihnen gar nicht hier. Im mittleren Bereich Pfade der Erneuerung und last not least, wie ich da sehe, dass das wie Zwillinge sind, die technologische und die soziale Innovation. Der Clayton Christensen hat ja in seinem Uraltklassiker The Innovator's Dilemma an die Organisationsforschung angeknüpft und hat ja in moderner Form untersucht, warum eigentlich viele Konzerne einarmig sind. Also nur mit rechts Effizienzgeschäfte managen können, während die Organisationsforschung ja auch eine linkshändige plus eine rechtshändige Organisation, also eine ambidextre Organisation fordert, die auf der einen Seite Margen exploitiert und auf der anderen Seite Exploration von Neugeschäft macht. Und die Antwort war ja relativ simpel, weil diese Unternehmen das Risiko meiden, noch unprofitable Märkte für Disruptive Technologies zu entwickeln und eben nur auf Sustaining Technologies setzen. Im Klartext, sie haben Angst vor Kannibalisierung des klassischen, traditionellen Margengeschäftes. Und wenn Sie sich heute die Landschaft angucken in der Republik, und das Veränderungsvermögen und die Veränderungsintensität anschauen. Und wenn Sie dann sagen, es gibt verschiedene Formen des Wandels, so die softe, die lernende Organisation, bis zur Sanierung oder zur radikalen Neuorientierung, dann ist das im Augenblick, wenn Sie es zusammenzählen, sind 15 der 30 DAX 30 Konzerne in massiven Problemen. Das, was bei ThyssenKrupp passiert ist, das konnte man kommen sehen. Jeder von außen wusste das über Jahre. Das, was in der Lufthansa passiert heute, das war eine Diskussion, die wir im Airline-Vorstand 1999 hatten. Musterähnlich. Nur damals waren es nur die Low-Cost-Carrier in Europa. Heute sind es noch die arabischen Carrier, die Etihads und die großen Emirates. Aber die Muster der Debatte, 15 Jahre die gleichen. Das heißt, das Wasser ist beständig nach oben gestiegen, aber das Unternehmen hat sich nicht verändert. Die beiden Energieriesen, RWE und E.ON, die wurden ja nicht kalt erwischt. Die wussten schon lange vor der Atomkatastrophe in Fukushima, dass die Signale in der Gesellschaft anders gestellt werden. Aber die Arroganz eines Grossmanns, zu glauben, man könnte die Politik erpressen, hat dazu geführt, dass man immer autistischer, immer enger wurde in seinem Blickwinkel. Und natürlich dann vom Akt der Energiewende kalt erwischt worden ist. Oder wenn man runtergeht, die ganzen Automobilhersteller. Ich meine, ich war 20 Jahre bei Daimler-Benz gewesen. Das hat es noch nie gegeben. Das war immer BMW gegen Audi gegen Mercedes. Und heute gegen vier andere Logiken. Nein, drei andere Logiken. Gegen Google und Apple-Logik. Digitale Steuerung des Autos. Zweitens Tesla. Und drittens Toyota mit der Brennstoffzelle in Serie. Das heißt, unterschiedliche Geschäftssysteme kommen da zusammen. Und das ist im Grunde etwas, wo man klar sagen kann, da hat die Arroganz des Erfolges lange dazu geführt, dass nicht gehandelt worden ist. So, deswegen lassen Sie mich zusammenfassen, deswegen komme ich eigentlich zu einem bitteren Ergebnis. Deutschland ist heute hervorragend aufgestellt für die Gegenwart, aber für die Zukunft. Hohe Gefahr, im Sandwich zu sein, von unten bedroht vom Maschinenhaus China und von oben abgehängt vom digitalen Haus USA. Deutschland ein hochentwickeltes Maschinenhaus, die westeuropäischen Länder meistens Effizienzinnovation statt Basisinnovation, Osteuropa meist verlängerte Werkbänke mit Ausnahme von Teilen der tschechischen Wirtschaft und die südeuropäische Wirtschaft überwiegend Sanierungsfälle. Herzlichen Glückwunsch!
Diese Frage, dass auf der einen Seite heute Maschinenhaus gegen Maschinenhaus geht, ist ja eigentlich schon eine ganz gefährliche Entwicklung, weil man dem ja nur mit Effizienzinnovation nahe kommen kann. Also schneller, höher, weiter, mehr. Dass aber auf der anderen Seite sozusagen das digitale Haus genauso reindrückt, das führt zu dieser Sandwich-Position. Und jetzt ist es ja nun mal nicht so leider, wie ich es hier aufgeschrieben habe, denn auf der einen Seite ist China inzwischen eine digitale Macht und die USA reindustrialisiert auf hohem Niveau. Ich glaube, wir müssen uns dieses Thema wirklich vor Augen halten, wenn wir nicht Deutschland heute, sondern Deutschland in der Zukunft angucken und die Frage stellen, wieso brauchen wir dann Innovation? Und wenn der liebe Daimler-Chef Zetsche sagt, wenn man die Automobilindustrie abzieht, bleibt nicht viel übrig von Deutschland, dann sagt er das mit dem Stolz eines Autobauers, aber eigentlich ist es ein vernichtendes Urteil für Deutschlands Innovationskraft. Er hat sehr klar auf den Punkt gebracht. Und diese ganze Diskussion, werden die Sammler, Vernetzer und Auswerter von Big Data durch Besetzung der digitalen Kontrollpunkte Geschäftsmodelle und Machtverhältnisse drehen, werden die Produzenten der Realwelt der Dinge von Smart-Service-Anbietern zu austauschbaren Zulieferern degradiert, wie das der Fehrenbach, der alte Fehrenbach von Bosch, ja sehr schön auf den Punkt gebracht hat. So wie Amazon den Buchhandel, Apple die Musikindustrie, Skype die Telekommunikation, Google die Energiedienstleistung und die Automobilbranche, Airbnb die Hotelbranche und jetzt die Fintechs, das Digital Payment, die Krediten- und Bankbranche sozusagen auseinanderzunehmen droht, da ist natürlich, sind zwei Fragen legitim, werte Ehrengäste. Erstens, können deutsche Unternehmensleiter, sind ja alles Männer, im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts ausgebildet für Berechenbarkeit, Planbarkeit und Effizienz, von meist aus dem 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts stammenden Unternehmen, können die überhaupt noch umdenken und umlenken? Und da hilft es nun mal nichts, einen touristischen Besuch im Silicon Valley zu machen. Da ist zwar der Erkenntniswert hoch, aber sie kommen zurück und alles ist vergessen und verlernt. Und die zweite große Frage, können unsere Arbeitskulturen, die aus dem durch Henry Ford geprägten Zeitalter industrieller Massenproduktion stammen und leider nicht nur in der Produktion, sondern inzwischen auch in der Wissensarbeit, überhaupt Basisinnovation ermöglichen? Und es ist halt so, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Vor kurzem wollte ich mir eine Stahlbürste kaufen für unseren Grill am See. Und dann bin ich natürlich sofort auf den Grillbot gestoßen, den automatischen Roboter, habe mir dann aber mal angeschaut, wie viele deutsche Mittelständler Stahlbürsten herstellen und damit nicht unerhebliche Umsatzvolumina kriegen, mindestens 3 mittelgroße Mittelständler. Das heißt, das ist halt nicht nur ein Thema der Großkonzerne, sondern auch und gerade des Mittelstands. Was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Was automatisiert werden kann, wird automatisiert. Was kolonialisiert werden kann, wird kolonialisiert. Wenn es einer nicht macht, macht es der andere. Und nur die Kannibalisierung des alten Geschäftes hilft. Und wenn Sie dann die jüngste Studie des BDI anschauen, da kommen Sie zum Ergebnis, 45% der Top 300 Industrieunternehmen Deutschlands hat sich mit den Implikationen der Digitalisierung noch gar nicht intensiv auseinandergesetzt. 45% der 300 größten Industrieunternehmen. 67% dieser 300 Industrieunternehmen bescheinigt sich eine geringe bis mäßige digitale Reife. Und von denen, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, beschäftigen sich 2/3 mit den Effizienzpotenzialen und nur 1/3 mit dem Thema Geschäftsinnovation. Meine Damen und Herren, das ist ein relativ besorgniserregendes Thema. Umso wichtiger ist die Arbeit, die Sie in Ihren Unternehmen machen. Aber die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage ist nun mal nicht so ganz toll. Zweite Reflexion, Pfade der Erneuerung und der Transformation. Also wir sind ja so gewohnt, im Großen und Ganzen in unserer alten Welt
dass wir auf die Kaskadenstrategie einsichtiger Mächtiger setzen. Also ein sogenanntes Top-Down-Modell des Wandels. Das ist das, was wir im Zeitalter der Industriegesellschaft, im Zeitalter des Taylorismus bestens gelernt haben. Ein Mächtiger oder fünf Mächtige oben, die nehmen die Themen in die Hand und kaskadieren das militärisch down. Jack Welch von General Electric lässt rufen. Oder es gibt inzwischen ja die ein oder andere Graswurzelbewegung, wenn man SAP anguckt. Also evolutionärer, revolutionär ist vielleicht ein bisschen übertrieben, Druck von unten oder auch aus der Mitte. Aber es ist im Grunde ein mentaler Ansatz, typisch für uns Westeuropäer. Wir müssen missionieren. Wir müssen die Überzeugungen ändern. Wir müssen die Köpfe und Herzen drehen. Natürlich gibt es noch eine zweite Möglichkeit, dass ich nämlich eine ambidextre Organisation schaffe. Eine Zweihändigkeit kultureller Inseln. Oder dass ich gegebenenfalls sogar eine territorial ambidextre Organisation schaffe, also eine strukturpolitische Zweihändigkeit. So, und wenn man sich das und damit im Grunde über zwei Betriebssysteme nachdenke, nicht Kulturwandel in einem Betriebssystem, sondern das, was E.ON jetzt mit dem Wasser am Hals macht, die Notoperation am offenen Herzen, sozusagen, ich spalte alt von neu. Ist ja nicht kein neues Organisationsprinzip beim Thema Innovation, sondern durchaus eines, das schon über viele Dekaden bekannt ist. Wie transformieren wir? Auf der einen Seite, und ich gehe da nachher noch ein bisschen stärker drauf ein, man kann natürlich innovative Arbeitskultur in die alte Arbeitskultur reinfräsen. Man kann kannibalisieren, ein eigenes Territorium schaffen, abgegrenzt von der Organisations- und Steuerungslogik des Alten. Man kann spalten, sei es als Spin-off, sei es als Unternehmensspaltung E.ON, um das Thema zu treiben, oder ich kann kreative Ökologien um Nucleu herum machen. Gründerszenen in und um regionale Cluster, Gründerszenen um Gründungshochschulen, Öffnung der Unternehmensgrenzen für Working in the Open, Inkubatoren und Transformationslab. Das sind im Grunde die vier grundsätzlichen Wege und lassen Sie mich ganz kurz durchgehen. Diesen ersten Weg des Reinfräsens in Führung, Kultur und Struktur, da gibt es ja nicht wenige Unternehmen, die uns das schon zeigen. Die Räume, Zeiten und Prozesse für innovatives Arbeiten ermöglichen. Egal, ob das der uralte 3M-Betrieb ist, wo man sagt, einen Tag in der Woche machst du dein eigenes Ding, oder ob das die Internetgiganten im Silicon Valley sind. Zum Zweiten die Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen, dass Hierarchie der Feind von Innovation ist. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass Hierarchie der Feind von Innovation ist. Ich bin ja Schirmherr des New Work Awards von Xing. Und da ist für mich ganz interessant zu sehen, dass ungefähr 50% der 300, 400 Bewerbungen, da beschäftigen sich diese Gründerinnen und Gründer mit der Frage, geben wir uns alles das gleiche Geld, wählen wir rollierende Führung, machen wir zweimal im Jahr Strategiekonvents, wird jede Produktentwicklung zuerst der gesamten Mitarbeiterschaft zur Abstimmung vorgelegt. Sie experimentieren also nicht nur mit Technologie, sondern sie experimentieren auch mit Partizipation und alternativer Form von Führung. Das ganze Thema Souveränität und Selbstverantwortung. Vor kurzem habe ich beim WDR diskutiert über die Unterschiede der Kulturen von Netflix und WDR. Da könnten einem die Haare zu Berge stehen. Die einen produzieren Kosteneffizienzprogramme und die anderen produzieren Innovation. Aber die Ursache sind mit zwei gravierend unterschiedliche Arbeitskulturen. Und last not least, das ganze Thema Open Innovation. Lassen Sie mich zum zweiten Modell kommen. Das ist wohl also nicht Reinfräsen von Kultur, sondern die experimentelle Organisation sozusagen inklusive in den alten Strukturen. Betriebssystem 1, Betriebssystem 2. Exploitation, Exploration. Klassisches Thema und auch klassischer Unterschied, VW, ein Maschinenmodell der Exploitation. Und auf der anderen Seite, wahrscheinlich haben einige von Ihnen gelesen, wie Reithofer
und einige wenige seiner Kollegen die Benzinfraktion in Schach halten mussten. Sie haben im Grunde den i3 in einem abgegrenzten Territorium entwickelt. Da gab es eigene Zugangsausweise, es gab eigene Führungsmodelle, eigene Arbeitszeitkulturen, weil dieses i3-Thema nur gegen den Widerstand von Vorstandskollegen, von Gewerkschaften, von der klassischen Ingenieursmannschaft etc. zur Umsetzung gekommen ist. Also diese Frage der ambidextren Organisation sozusagen, ein abgegrenztes Territorium, und das ist eine interessante Frage, wenn ich sehe, aus welchen Firmen Sie kommen. Natürlich muss man, wenn es jenseits von Transformation Hubs geht, wenn das Thema in die Skalierung geht, das Thema Innovation, dann muss man sich die fundamentale Frage stellen, geht man den Weg, den beispielsweise E.ON spät, aber hoffentlich nicht zu spät gegangen ist. Den Weg. So, das ist der Weg der Spaltung. Klassisch gemacht bei Nespresso versus dem klassischen Nestle-Geschäft. Und das ist natürlich ein Weg, der wahrscheinlich natürlich die Innovationssynergien vom einen zum anderen überhaupt nicht mehr ermöglicht, aber wahrscheinlich nach allem, was wir aus der empirischen Forschung wissen, der erfolgreichste Weg ist, um ein Geschäft erfolgreich zu machen. Und last not least, die ganze Frage der kreativen Ökologien beginnt mit freiheitsgebenden Bildungs- und Arbeitswelten. Oft die Hochschule als Schmelztiegel, wo Gründer, Unternehmer, Akademia, Wagniskapitalgeber, Business Angels und Querdenker zusammen sind. Die ganze Frage, wer geht heute nach Ostwestfalen-Lippe? Das Thema Fachkräftemangel und das Thema Mittelstand als Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und wo bleibt Talent? Also die Frage, hat eine Region in Berchtesgaden oder in Ostwestfalen-Lippe noch eine Bildungsinfrastruktur, eine Unterhaltungsinfrastruktur, eine Gesundheitsinfrastruktur, damit Talent überhaupt noch dahin geht? Ist ein drittes großes Thema bei den kreativen Ökologien und dann natürlich der ganze kulturelle Thematik inklusive des Wagniskapitals. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum letzten Punkt kommen. Zwillinge, technologische und soziale Innovation. Zumindest wir hier in Deutschland, wir sprechen ja von den vier großen industriellen Revolutionen. Nach dem ersten mechanischen Webstuhl 1784, dem ersten Fließband in den Schlachthöfen von Cincinnati 1870, speicherprogrammierbare Steuerung, wenn ich in den Raum hier gucke, sehe ich nur zwei Gesichter, die das noch miterlebt haben. Ich und mit Sicherheit noch einer da drüben. Modicon und jetzt die vierte industrielle Revolution. Cyberphysische Systeme, Industrie 4.0 und Internet der Dinge, Smart Services. Und natürlich hat all das zu tun gehabt mit einem Thema der Kultur. Die Mechanisierung der Arbeit, dann der Fordismus nach Henry Ford, die getaktete Fließarbeit als Ausdruck der Massenproduktion, dann der Toyotismus nach Toyota, wer kennt noch Kanban, Just in Time, Null-Fehler-Philosophie, hat jetzt im Grunde mit dem Thema Scrum ein Stück Revitalisierung, war mal in den 80er Jahren ein ganz, ganz großes Thema gewesen. Dritte industrielle Revolution mit einer dritten Veränderung in der Arbeitswelt. Und natürlich jetzt die ganze Frage neuer Taylorismus oder Humanisierung der Arbeitswelt in der digitalen Ära. Ja, und wenn man sich so ein bisschen ansieht, wie eigentlich die Start-up-Ökologie und die Innovationsökologie begleitet worden ist, dann gibt es da so ein Konzept der dritten Orte, der Third Places. Das waren ganz früher Universitätsbibliotheken, Kaffeehäuser und Bookstores, Häuser der Eigenarbeit, Internetcafés, Coworking Spaces, Mini-Factories, Tech Spaces, Inkubatoren, Fab Labs. Das Interessante war, alle diese dritten Orte, und Sie, so wie Sie hier sitzen, sind ja sozusagen auch, kommen auch aus dritten Orten irgendwie, haben auch eine neue soziale Interaktion geschaffen. Sie haben gebrochen mit traditionellem sozialem Status und Hierarchie. Sie haben eigene soziale Normen entwickelt, oft partizipativ.
Sie haben über gleiche Chancen gesprochen, das nennt man dann Social Equalizing, Community of Equals, soziale Anerkennung im Team, nicht über Status und Hierarchie, sondern durch Beiträge und Führung nicht im Sinne als Steuerung, sondern Führung als Coaching. Und der Tom Malone sagt das sehr schön. Einige der wichtigsten Innovationen entstehen nicht durch neue Technologien, sondern durch andere Arten, zusammenzuarbeiten und Arbeit zu organisieren. Meine Damen und Herren, das ist ja auch sehr tröstlich. Wenn wir schon zwischen Maschinenhaus China und digitalem Haus USA ein bisschen eingeklemmt sind, haben wir neben den traditionellen Formen, Innovation zu forcieren, natürlich durchaus auch den Hebel, über die Gestaltung der Art und Weise, wie wir führen und zusammenarbeiten und Arbeit organisieren, Humus zu schaffen für Innovation. Und was auf jeden Fall für die dritten Orte gilt, ohne das wird ein dritter Ort nicht überleben. Die Veränderungsblockaden, die sitzen natürlich tief. Und das sind eben nicht nur die alten Ex-Monopolisten, Telekom, Postbahn und die Energiebetreiber. Das sind Siemens-Beamte, das sind Bankbeamte, das sind Beamte der Ex-Monopolisten, das sind Beamte der Energiebetreiber, das sind Versicherungs- und Sparkassenbeamte und viele andere Beamte in Bürokratien. Ich bin davon überzeugt, dass wir gerade in einer Ära, wo sogar junge Menschen zu 40% in den öffentlichen Dienst wollen und zu 20% in große Unternehmen und zu 15% in öffentliche dienstnahe Institutionen, wo also die berühmte Generation Y sich auf 20-25% schrumpfen lässt, dass wir zu einem solchen Zeitpunkt das Thema Beamtentum und passt das noch in die Zeit der digitalen Revolution, dass wir dieses Thema kulturpolitisch in Gesellschaft und Unternehmen aufgreifen müssen. Geschlossene Systeme, die im Menschen draußen Abnehmer und oder Antragsteller und in Menschen hierarchisch weiter unten blaue Ameisen sehen. Der Tyson von der E.ON hat heute im Handelsblatt geschrieben, welch toller Spruch, wir haben den Kunden zu lange vernachlässigt. Und das im Jahr 2015. Das ist unglaublich. Topmanagement hat oft die frühe Veränderung verschlafen. Und jetzt werden die alten Täter zu Kulturreformen. Und das ist nicht nur der Andrew Schein. Schauen Sie sich an, wie Transformationsprozesse gemacht werden. Die alte Macht, die es verschlafen hat, soll es jetzt das Neue richten. Meine Damen und Herren, was hat Joe Kaeser bisher bewirkt? Er war Teil der alten Macht. Und natürlich hat ganz vieles in diesem Land damit zu tun, dass wir neue Unternehmenslenkerinnen und Unternehmenslenker benötigen. Und natürlich, und das ist eine Beobachtung, die kann ich wissenschaftlich nicht belegen, ist mehr eine Einschätzung. Der Effizienzkapitalismus hat in Deutschland höhere Wellen geschlagen als in den USA. Die Bereitschaft, in Langfristigkeit und Wachstum zu investieren, ist auch an den amerikanischen Börsen höher als in Deutschland. Wenn man sieht, mit welcher Geduld Amazon-Aktionäre den Jeff Bezos schalten lassen. Und natürlich das ganze Thema der Systembewahrung statt Anpassung oder gar Transformation. Und was mich sehr beschäftigt, das hat eine jüngste Untersuchung herausgefunden, dass wenn sich Unternehmen anpassen oder transformieren, dass das Führungskräfte wie einfache Menschen als Überforderung erleben. Also die ganze Frage der psychischen Belastung und Transformation. Eigentlich gesunde Systeme können euch Stress ertragen für einen bestimmten Zeitraum. Aber wir quälen uns ab mit dem Thema Transformation. Meine Damen und Herren, dazu kommt das Thema Gründergeist. Sie sehen, ganz hinten ist Pakistan, dann Frankreich und dann Deutschland. Das sind die Neugründungen 2013 im internationalen Vergleich. Prozentsatz der 18- bis 64-Jährigen, die seit mindestens 3, nicht mehr als 42 Monaten ein eigenes Geschäft führen. Nur 8% der Start-ups in Deutschland sind MINT,
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Ich erlaube mir zu sagen, wir sind Weltmeister im Bauen von Tätowierstuben. Wir tun uns außerordentlich schwer, das, was unser technologisches Rückgrat ist, das zu gestalten. Nur 4% der heutigen DAX 30 Vorstände hat nach einer Roland Berger Studie je im Leben eine unternehmerische Erfahrung gemacht. Es sind angestellte Manager großer Bürokratien. Und nur 9 von 181 haben eine nicht normierte Vita. Nur noch 40% der DAX 30 von 1988 sind im heutigen DAX. Also wir haben im Grunde hier auch richtig Arbeit an der Spitze und beim Thema Unternehmertum zu leisten. Und Sie kennen ja wahrscheinlich den Club der Toten Dichter, the Dead Poets Society, ein wunderschöner Film, der so ein bisschen beschreibt, Ausbruchsversuch aus alten Strukturen. Und unisono fordert ja heute jede Firma Unternehmertypen und Querköpfe in Innovationskulturen. Doch wenn sie da sind, dann gibt es Demoralisierung durch süße Verlockung, Daumenschrauben und Groupthink. Meine Damen und Herren, ich bin hier nicht da, um den Pessimismus zu predigen. Aber wir müssen wissen, in welcher politischen Großwetterlage Deutschlands und der Wirtschaft machen Sie Ihre richtungsweisende Arbeit. Denn gute Unternehmer zu sein, Unternehmerinnen zu sein, heißt auch wissen, in welchem Kontext macht man diese Arbeit. Und umso mehr ist es zu schätzen, dass der Gründergeist oft aus dem Leidensdruck der Unternehmen und der Branchen kommt. Und die Intrapreneure haben es oft schwerer als die Entrepreneure. Denn sie haben oft mit der Managerlogik zu tun und nicht nur mit der Unternehmerlogik der Wagniskapitalisten. Und insofern, wenn ich die tollen Initiativen sehe, die heute anstehen, vielleicht zur Auszeichnung, dann wirklich Glück auf. Aber vielleicht am Schluss von einem alten Schlachtross noch 5, 6 Anregungen. Wenn Sie in Transformation Lab oder wie es immer heißt, gestalten, checken Sie immer, ob das eine Alibi-Funktion hat fürs Unternehmen. Meine Erfahrung sagt mir, das Thema Gründung, weil es ja oft dann auftaucht in der politischen Diskussion im Aufsichtsrat und in der Diskussion in der Presse für die Analysten, man muss ständig mit politischer Instrumentalisierung rechnen. Stellen Sie sicher, dass Sie Abstand halten dürfen von den traditionellen Finanz- und Personalkreisläufen, die jeden unternehmerischen Geist ersticken. Und ich sage das als Personalmensch über mehrere Generationen hinweg. Gucken Sie, dass Sie persönlich Abstand halten zu Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das ist das, was die heiligen drei Könige hatten. Bleiben Sie an dem Punkt Idealist. Schielen Sie nicht mit dem linken halben Auge auf eine Konzernkarriere, sondern voll mit beiden Augen auf eine Unternehmerinnen- und Unternehmerkarriere. Gucken Sie, dass Sie trotzdem Brückenköpfe und Machtpromotoren in der klassischen Struktur haben, denn Sie brauchen in diesen klassischen Strukturen Territorien für Kommerzialisierung. Prototype, Try, Fail, Retry, Run. Und wenn Sie dann noch Zeit über haben, dann sind Sie gute Apostel der neuen Arbeitskultur in den alten Zuchthäusern. Recht herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Sattelberger. Herr Sattelberger hat Gott sei Dank, nein, bitte bleiben Sie hier, wir machen jetzt noch ein bisschen Q&A, aber haben wir vielleicht ein Glas Wasser für Herrn Sattelberger? Das hatte ich gerade vergessen, das wäre ganz nett. Arbeit, so eine Rede. Genau, da müssen Sie ein bisschen vor allen Dingen mit dem Engagement, mit wem Sie hier vortragen. Das ist ganz wunderbar, so kennen wir Sie ja auch. Ich würde gerne ein paar Fragen zulassen. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit oder 10 Minuten, wie immer Sie möchten. Ist immer so schwierig am Anfang, gleich, oh, wunderbar, sonst hätte ich gleich eine Frage gestellt, aber da haben wir schon eine. Ich mache mal den Mikroservice für Sie. Sind Sie bitte so nett, nennen Sie Ihren Namen, Ihr Unternehmen und dann kommt auch schon die Frage.
Mein Name ist Christoph Redke, ich bin am German Technology Entrepreneurship Center in Berlin und ich habe Sie auf dem Annual Forum schon sprechen hören, letzte Woche. Und da haben Sie halt eben sehr viel über die Struktur in Unternehmen gesagt, aber Sie haben wenig gesagt, fand ich, darüber, dass halt eben sehr, sehr viele Leute, die in den Unternehmen arbeiten, auch nicht bereit sind, ihre Entitlements abzugeben. Also ihre Entitlements, also ihre Ansprüche auf den Jahresurlaub, auf den Bildungsurlaub, auf die Krankheitsvorzahlung. Und das steht ja dem Unternehmertum auch sehr entgegen. Wie können Sie das ändern, selbst wenn es ein fortschrittliches Management gibt? Wir haben ja im Grunde, der alte Westerwelle hat ja mal gesagt, Deutschland ist ein Land der spätrömischen Dekadenz. Und dafür hat er viel lange Ohren ziehen bekommen. Aber natürlich ist da was Wahres dran. Dass natürlich die Bereitschaft von Menschen, jenseits des eigenen Besitzstands denken, Wagnis einzugehen, dass die in diesem Lande immer mehr schwindet. Übrigens halte ich ein Schlüsselthema dafür, die Kultur der politischen Parteien, die Kultur des abhängigen Beschäftigten pflegen. Ich habe der Frau Nahles mal gesagt, wissen Sie, dass es jenseits von Industriearbeitern von Volkswagen auch noch andere Menschen gibt? Also das eine Thema ist wirklich die politische Kultur, die sozusagen den Festangestellten als das Ideal der Republik malt, obwohl wir alle wissen, dass das eine Fiktion ist. Insofern ist mein erster Appell eigentlich, werden Sie politisch. Gucken Sie, dass Sie das Thema der Freiheit, und zwar der Freiheitsrechte von Menschen und nicht nur der Schutzrechte von Menschen, dass Sie sowas thematisieren. Ein zweites Thema ist mit Sicherheit die Frage, dass ja noch genügend junge Leute da sind, auch übrigens ältere, die mit Freiheit gut umgehen können. Eigentlich brauchen Überzeugungstäter in Unternehmen, so wie neue Produkte Machtpromotoren brauchen, braucht eigentlich auch rebellisches Talent Machtpromotoren und Schutz. Also dieses Bild vom Club der toten Dichter ist für mich ein ganz, ganz wichtiges. Und wenn die Personalfunktion der deutschen Unternehmen nicht erkennt, dass sie quer rekrutieren muss und buntscheckig rekrutieren muss, dann aber auch Schutzfunktionen ausüben muss, zusammen mit Führungskräften in der Linie, dann werden wir dieses Thema, dass hier eine kritische Minderheit heranwächst, die eben nicht vom Anspruch lebt, sondern unternehmerisch sich aufstellt, werden wir nicht hinkriegen. Aber gleichzeitig ist da auch wirklich eine Chance drin. Und das dritte Thema, das ist ja immer, ich meine, das sage ich als jemand, der 45 Jahre jetzt sozusagen als Opfer und als Täter dabei war, je höher das Wasser steigt, jetzt schauen Sie mal den lieben Tyson von E.ON, auf welchen Kongressen der jetzt schon spricht. Den hätte man so vor 2 Jahren, wäre er der Vertreter der Old Economy gewesen, jetzt ist Wasser so hoch gestiegen, sozusagen der Bewusstseinswandel kommt spät, aber er kommt. Und wir sind ja als Deutsche auch übrigens ein Land, das mit Krise gar nicht so schlecht umgehen kann, wenn das Wasser höher steht als nur beim Bauchnabel. So, ein viertes Thema ist die ganze Frage, welche Rolle spielen die Medien? Die Medien spielen eine Rolle, die genauso eigentlich des Co-Alkoholikers zur Politik. Sie beschwören im Grunde die Schutzrechte des abhängig Beschäftigten. Sie haben ein infantiles Modell von Menschen in der Arbeit. So, und fünfter Punkt, die Frage, wie kommen wir weiter mit unseren Hochschulreformen? Ich war immer begeistert für Bologna, aber in der Umsetzung waren wir besser als bei der Einführung der Postleitzahlen. Die im Grunde ist Bildung industrialisiert worden. Wir müssen wieder Freiheitsräume in Schule und Hochschule integrieren. Freiheit von Fächerkanon und Freiheit von Curriculum. Das ist aus meiner Sicht ein Schlüsselthema, für die Frage, wie anpassungswillig kommen junge Graduates eigentlich schon heute in die deutschen Unternehmen. Also einige der Handlungsfelder eigentlich außerhalb der Unternehmen. Ja. Hier gibt es eine weitere Wortmeldung. Vielen Dank. Carlo Matik von Interactive Pioneers. Wir unterstützen Startups und Inkubatoren. Ja. Jetzt haben Sie eben gesagt, werden Sie politisch. Da kam mir gerade die Idee, ist da nicht die Gründung eines Inkubators quasi so ein Proxy zwischen dem großen Corporate und denen, die eigentlich agil und schnell arbeiten wollen, kontraproduktiv? Weil
am Ende des Tages kapseln Sie ja genau das von dem Großen weg. Statt sich selbst zu ändern, packen Sie es in den Inkubator rein. Dann wird sich der Große ja nicht ändern, solange Sie sagen, ja, lassen die mal da spielen. Also erstens habe ich ein sehr gesundes Verhältnis zum Sterben von Unternehmen. Nein, das ist ja, die Betriebswirtschaft beschäftigt sich immer mit Geburt und Wachstum, obwohl eigentlich ganz viel in der Betriebswirtschaft mit Tod zu tun hat. Und zwar mit Tod, der zu Neuem führt. Also Sie haben ja häufig, haben Sie im Grunde, da brechen alte Industriestrukturen zusammen, dann entstehen Gründerparks, Technologieparks und plötzlich 15 Jahre später Siemens Nixdorf tot in Paderborn und Sie haben im Grunde ein Cluster von Hightech-IT-Unternehmen. Also ich habe da zuerst mal habe ich nichts dagegen, wenn es bei den Großen in die Hose geht. Weil das durchaus natürlich sein kann. So, das gibt natürlich aber auch ein Stückchen vielleicht Realitätssinn, wenn man es dann versucht. Persönlich glaube ich, dass man die ganzen Kulturen eines großen Konzerns nicht ändern kann. Ich glaube, das ist, wenn Sie sehen, also wenn ich allein die Geschichte meines geliebten Unternehmens Lufthansa angucke, das im Grunde nach der Privatisierung bis heute mit den gleichen Problemen kämpft. Wenn Sie sich anschauen, die Geschwindigkeit, in der Daimler heute Innovation macht. Also das sind, ich glaube, man kann Teilbereiche, Territorien von Organisationen, kann man sozusagen, indem man sie wie den I3 abkapselt oder indem man wirklich spaltet. Sozusagen sagt, du bist der eine, du machst die alten Effizienzgeschäfte weiter, du lutschst die Margen aus. Und dort drüben wird in neuem Gelände exploriert. Also davon halte ich viel. Vieles an Wachstum kommt über Zellteilung. Und ich sage mal so, je älter die Ozeandampfer werden, ich bin mir gar nicht so sicher, die kriegt man oft kaum noch den Rost weg. Bitte. Weitere Wortmeldungen? Sonst habe ich vielleicht mal eine Frage, Herr Sattelberger. Wo? Ja. Jawohl. Ja, Stefan Hoch, Safari. Kurze Frage. Sie hatten das Thema instrumentalisiert werden genannt. Innovationstheater ist ein anderer gehässiger Begriff, der von großen Unternehmen hin und wieder gespielt wird. Wie geht man am besten damit um, wenn man betroffen ist, nach Ihrer Erfahrung? Also ich habe ja nicht nur seit ich Rentner bin, sondern auch vorher, habe ich ja relativ viel mit Gründerinnen und Gründern zu tun. Und ich tue sie genau für solche Themen sensibilisieren. Weil man ja oft blauäugig sozusagen auf die großen Konzernarme, die da ausgebreitet werden, so ein bisschen reinfällt. Vor allem, weil man ja halt im Grunde als Gründer wirklich Hilfe braucht. Es ist ja nicht so, dass alles von selber kommt. Also ich glaube, eine saubere Beratung durch Business Angel, die auch Konzernerfahrung haben und die sagen, was ist der richtige Punkt, wo du heute mehr Abstand hältst und morgen weniger Abstand hältst, aber im Grunde die notwendige Distanz sozusagen zum großen Onkel, ist der erste Punkt. Deswegen eigentlich ein Appell, das ganze Thema Business Angel nicht nur zu reduzieren auf die ganze Frage, wie entwickle ich das Geschäft, sondern auch eine psychologische Beratung in der Beziehungsgestaltung mit anderen, die auf das Geschäft Einfluss nehmen wollen. Na, das erlebe ich übrigens auch viele. Ich habe auch Kontakt zu einigen Gründern in den USA, insbesondere in der Boston-Area. Die sind viel autarker. Also die gehen auch, für, wenn sie 500 Millionen geboten kriegen, sagen sie, nee, ich will noch meine Idee durchziehen. Ich will nicht so schnell sozusagen gekauft werden. Also diese Frage, wie viel innere Unabhängigkeit und Angstfreiheit, und das ist natürlich ein Thema, das kann man nicht trainieren, aber das kann durch gutes Gespräch mit Business Angels, die keine eigene Interessenlage haben, kann sowas gestaltet werden. Weitere Fragen? Sie haben noch eine. Ja, ich habe noch ganz viele. Ja. Sie haben gesprochen von der Zweihändigkeit der Unternehmen, ja. Sage ich jetzt mal so salopp. Hätten Sie ein Best-Practice-Beispiel eines großen Unternehmens? Ich habe gesehen, das Logo von Nespresso. Wäre das ein Best-Practice-Beispiel für eine Zweihändigkeit im Unternehmen? Und erklären Sie uns, warum und was machen die so gut oder besser als andere?
Da hat ein kluges Management bei Nestlé ganz oben erkannt, dass das eine revolutionäre Technologie ist, die sozusagen mit dem klassischen Kaffeegeschäft von Nestlé komplett kollidiert und in den alten Strukturen sozusagen zu Machtkämpfen führt. Und gesagt, so, dann gründen wir es aus und machen eine eigene Firma. Also das Problem der Kannibalisierung ist ja das Schwierigste. Und ich meine, ich habe das ja bei Telekom die letzten 3 Jahre dann ganz intensiv miterlebt, wie die alte Organisation sozusagen das Neue richtig weggedrückt hat, weil es das alte Margengeschäft kannibalisiert hat. So ein Margengeschäft und heißt Besitzstand. Natürlich, und diese Diskussion, lasst uns die Margen auslutschen, solange wir sie haben, ist ja eine Diskussion, die durch alle großen Konzerne durchgeht, vor allem getrieben durch die Quartalsberichte und durch die relative Kurzlebigkeit der Investoren und Analystenerwartungen in diesem Lande. So, das ist Nespresso ist ein Klassiker. Sie können natürlich auch, die Beiersdorfer nehmen, die hochgradig dezentralisieren. Persönlich glaube ich, dass die Zeit der One Companies zu Ende ist. Also diese One Company Philosophie, die ja eigentlich nur interne Synergie ermöglicht hat, Effizienzsynergie. Ich glaube, dass moderne, selbst Google ist ja hochgradig dezentral organisiert. Die haben ja im Grunde eine feudale, autokratische Spitze und sie haben einen relativ demokratischen Bauch. Also eine ganz merkwürdige Organisationsform mit sehr viel dezentralen Einheiten. Das heißt im Grunde, also was zum Beispiel Käser heute macht, die Visionen zusammenzulegen, ich halte das für kompletten Unsinn. Wir müssen dezentralisieren, wieder Unternehmertum in die Organisation reinkriegen. Und das hat ganz viel mit Geschwindigkeit und Agilität zu tun. Und je größer, je mehr ich auf Max Weber mache, also Bürokratie, umso mehr Probleme habe ich mit dem Thema. Ja, noch eine Frage. Wir machen noch ein bisschen weiter, Herr Sattelberger. Genau. Da macht es so Spaß. Ja, also Sie haben ja noch nicht Hunger, wobei oder? Das sind ja nur meine persönlichen Meinungen. Ne? Hallo. Dankeschön. Björn Schmalfuß und Fraunhofer. Ich habe eine Frage. Und zwar, wie können denn Forschungseinrichtungen wie Fraunhofer zum Beispiel Deutschland aus dieser Sandwich-Falle helfen und auch bei dem Weg in diese neue Zukunft auch unterstützen? Also jetzt möchte ich, ich bin ja Fraunhofer-Kurator in Leipzig. Meine Hypothese ist, dass die Fraunhofer-Institute heute zu 70% das Maschinenhaus Deutschland bedienen. Und das ist zu viel. Kommt vielleicht aus dem Thema angewandte Forschung raus. Mir hat übrigens das gleiche Thema, ich habe mit einem sehr berühmten Maschinenbauprofessor an der TU Darmstadt, habe ich gesagt, ja, wie viel Forschung können Sie denn noch jenseits des Automobils machen? Dann sagt er, fast kaum noch was. Weil natürlich die Dominanz der Automobilbranche und der Maschinen- und Anlagenbaubranche, und das ist gar nicht böser Wille, der dominiert dann sozusagen die Fragestellungen, die bei Fraunhofer oder an technischen Hochschulen sozusagen geforscht werden. Das sind natürlich die amerikanischen Forschungsinstitute und Hochschulen viel unabhängiger. Sind natürlich auch anders finanziert, ist die andere Seite. Aber nur eine andere Finanzierung ermöglicht, dass eigentlich Forschung gemacht wird, dominant jenseits des traditionellen Geschäftes. So, das wäre aus meiner Sicht eine Debatte, die man wirklich im politischen Raum natürlich intensiv führen muss. Wie werden Fraunhofer-Institute unabhängiger von den Interessenlagen der dominanten Branchen? Jetzt, als Kurator möchte ich jetzt nicht noch tiefer reingehen in meine Reflexion. Ja, ich meine, man kann manchmal sagen, manchmal sind Hochschulen oder Institute sind Huren der deutschen Wirtschaft. Jawohl, ich komme angeflogen. Dankeschön. Fabian Sinn von Klöckner & Co. Sie haben ja schon erwähnt, es gab schon ganz früher so Initiativen, Intrapreneure und Inkubatoren. Warum hat sich das denn nicht durchgesetzt und warum ist es nicht größer geworden?
Das ist eine spannende Frage. Jetzt kann ich mein Alter ein bisschen ausspielen, bin jetzt 66. In den 80er Jahren gab es zwei große Themenstellungen, übrigens in der europäischen Wirtschaft. Das eine Thema war soziale Innovation, über das Thema teilautonome Arbeitsorganisation von Volvo, Saab aus Skandinavien kommend. Da waren große Teile der deutschen Wirtschaft, haben sozial experimentiert mit neuen Formen der Kooperation und Führung. Und auf der anderen Seite war es ein relativ technologisch verschlafenes Land, was ja dann zu intensiven Diskussionen führte, kann Höchst beispielsweise überhaupt noch so als Chemie- oder pharmazeutisches Unternehmen überleben, ne, jetzt wo die Welt immer agiler wird. Man kann es fast beziffern auf 1994, mit der Einführung der Shareholder-Value-Ideologie in Deutschland, und zwar mein damaliger Vorstandsvorsitzender Schremp, Profit, 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 war ja damals, glaube ich, im Handelsblatt sein berühmter Artikel, der hieß dann Mr. Profit, Profit, Profit. Damit ist im Grunde die Zeit des Experimentierens zu Ende gewesen. War das richtig? Ja und nein. Auf der einen Seite war Deutschland verschlafen, inzestuös vernetzt, Realwirtschaft und Bankenwirtschaft. Zweitens, es hat aber kulturell experimentiert. So, aber da ist im Grunde der Schlag gekommen auf eine einseitige Ausrichtung auf die Börse. Was ich mit Interesse sehe, dass eine Firma Dell in den USA sich von der Börse nimmt, mit der Begründung des Michael Dell wegen Innovation. Also, wenn ich jetzt mal einen Schritt weiter gehen würde, würde ich sagen, Private Equity hat natürlich wirklich, oder nachhaltiges Private Equity, hätte die Chance, von der Kurzzyklizität der Börse sich zu lösen und sozusagen tatsächlich Innovation zu investieren. Persönlich würde ich sagen, wir werden wahrscheinlich in den nächsten 20 bis 30 Jahren ein Ende des Börsenkapitalismus erleben. Welcher gut ist, und ich rede jetzt nicht für Mitarbeiter, sondern welcher gut ist für Innovation. Und dann sollte man eigentlich alles tun, beispielsweise Nachhaltigkeitswagnisfinanzierung zu fördern, etc. Also nicht nur generell, sondern da eine besondere Note reinzustecken. So, jetzt habe ich aber einen ganz weiten Griff nach vorne gemacht. Eine letzte Frage. Jawohl. Ja, Edmund Koma, People Innovation Partners. Herr Sattelberger, ich möchte da gerade nochmal bei der Finanzierung anschließen und die Herausforderung stellen, wenn ein Unternehmer oder ein Philanthrop kommt und sagt, hier sind 100 Millionen und ich möchte mit einem großen Hebel die Innovation in Deutschland fördern. Wo würden Sie die einsetzen? Was würden Sie ihm raten? Also ich glaube, dass wir haben ja wirklich ein zum Teil die Pharma- und Biotech-Industrie aus diesem Lande rausgetrieben in den 80er, 90er und im letzten Jahrzehnt. Wenn Sie mich persönlich fragen, ich stehe auf Biotech und People Analytics. Okay. Ja, also das sind so zwei Felder, wo ich selber meine Erfahrungen sammle, und das ist im Grunde, ich glaube auch, dass Gründung und große Ideen oder große Ideale häufig zusammengehören. Also ich bin eher ein Sozialinnovator gewesen in meinen Berufsjahrzehnten, aber ich hatte immer große Ideen. Meistens waren die Schritte dann kleine oder nie so groß wie gedacht, aber wenn man nicht große Ideen hatte, und gerade Biotech gibt ja enorm viele Möglichkeiten, Ideen, übrigens ähnlich wie Education oder also Bildung, da wirklich das mit Idealen zu versehen. Denn wir brauchen ja Gründerinnen und Gründer, die nicht für den schrumpfenden Euro
oder für den steigenden Dollar operieren, sondern das ist der schöne, wie Peter Drucker sagt, der schöne Nebeneffekt, wenn das klappt, sondern im Grunde ist es die Verfolgung von Geschäftsideen und Idealen. Und die Besten für Talente sind ja da, wo was dahinter steckt, wo Menschen Sinn drinstehen. In den meisten großen Konzernen sind wir ja im Grunde Apparate für sinnentleerte Arbeit. Mit Abstimmungsritualen ohnegleichen, mit Kaskaden von unten nach oben, mit Berichtswegen. Also sozusagen die Organisation bedient sich ja komplett selber. Und deswegen sagt dann der Tyson, ja, wir haben den Kunden vergessen. Also diese Frage, können Unternehmen Ideale haben und, sagen wir mal, mit diesen Idealen tolles Talent anziehen, das ist für mich ein wichtiges Thema. Und da ist Bildung und Biotech sind zwei große Felder. Gut, Herr Sattelberger, wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Vielen herzlichen Dank. Ich denke, ihr habt einen großen Applaus verdient. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Und jetzt steht er schon neben mir. Jetzt steht er schon neben mir, der Gastgeber, der sich natürlich bei Ihnen auch nochmal bedanken möchte. Herzlichen Dank, Herr Sattelberger. Ich bin so froh, dass wir Ihre Rede auf das Video da aufgenommen haben. Ich hoffe, dass Sie uns erlauben, sie zu veröffentlichen, sodass wir damit auch weitere Konzernmenschen erreichen. Ja, gerne. Ja. Vielen Dank, dass Sie den Corporate Startup unterstützen. Wollen Sie was spenden an eine meiner gemeinnützigen Organisationen? Wir können gerne versuchen, heute Abend eine Spende organisieren. Also wir haben jetzt ca. 80 Personen, vielleicht kriegen wir etwas zusammen. Wir bauen gerade Maker-Garagen. Maker-Garagen sind sozusagen das, was die Tech-Spaces in den USA sind, ja. Wo eine Fräsmaschine neben einem 3D-Drucker steht und junge Menschen ohne Instruktoren, ohne deutsche Instruktoren, in einer Fitnessform sozusagen Technologie lernen. Mhm. Also wenn da ein paar hundert Euro zusammenkommen, Honorar habe ich ihm ja nicht abverlangt. Ich kann mir vorstellen, dass die Kollegen von zum Beispiel von Fraunhofer Ventures würden auf jeden Fall etwas beisteuern. Ja, schön, wunderbar. Stimmt. Danke. Ich wollte sagen, wir haben auch für Sie ein kleines Geschenk, aber aufgrund der Sicherheitslinien von Lufthansa müssen wir Ihnen leider das Geschenk direkt mit der streikenden Post nach München schicken. Gerne, wenn es ein guter Rotwein ist. Das auf jeden Fall. Genau. Danke. Vielen Dank. Sehr gerne. So, meine Damen und Herren, lieber Herr Sattelberger, vielleicht haben Sie noch eine Viertelstunde Zeit. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen. Es war zu schön und zu spannend mit Ihnen, dass wir jetzt so schnell hätten abbrechen wollen. Ich habe jetzt erstmal gar nichts mehr zu sagen zum Corporate Startup Award, denn Sie haben sicherlich alle Hunger. Und ich eröffne jetzt hiermit das Buffet. Bitte bedienen Sie sich und dann machen wir eine halbe Stunde weiter. Ich wünsche Ihnen guten Appetit.